So, willkommen zurück, Elder Scrolls Fans. Wir sind unterwegs in Skingrad, immer noch die Magier-Empfehlungen am Einholen und das müsste unsere. Hier drüben. Wer ist Ja, er denn? hier. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet das nicht bereuen. Was? Die Quest heißt schon Paranoia, der macht mich schon paranoid. Warum wir hier sind, wir sind hier wegen den Magier-Empfehlungen. Und müssen jetzt dementsprechend die Magier-Gilde suchen, die anscheinend hier oben irgendwo ist. Aber sieht auch wirklich schön aus hier, auch wenn gerade übelst es am Schütten ist, aber naja. Ja. Doch, ja, doch, die Stadt gefällt mir auch mit ihren verwinkelten Häusern hier. Und hier ist auch schon die Magier-Gilde. Mal gucken, was hier um die Ecke liegt. Eine Münze für einen alten Bettler. Oh. Ach, ich wollte eigentlich auch mal verkaufen, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, ich müsste auch, aber ich glaube, warte, lass mich mal in mein Inventar schauen. Wollte ich das letzte Mal nämlich schon. Irgendwelche Schwerter oder so ein Gedödel dabei eigentlich? Eigentlich nicht. Eigentlich ganz viel Schrott nur dabei. Kann man das sortieren nach Gewicht? Ah, jetzt. Ring der Bürde. Und den habe ich immer noch dabei. Der kostet nicht mehr was. Ich werf ihn weg. Jetzt können wir aber nicht wieder Sachen mitschleppen. Mehr, den brauchen wir eigentlich auch nicht groß verkaufen. Ring der Bürde. Wo liegt der jetzt eigentlich? Hallo? Grüße. Lost forever. Gehört, dass jemand es auf Tutius Sextius abgesehen ja, Magiergeld. Mal gucken, was wir dieses Mal für unsere Magierempfehlung denn tun müssen. Hallo? Hallo, er ist nicht wichtig. Hallo, Schüler. Hallo Schüler? Ah. Ich gehe davon aus, dass ihr einen guten Grund dafür habt, mich zu unterbrechen. No, du bist ja ganz schön piesig. Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch. Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor. Er ist einer der Gildemagier hier. Meint ihr, ihr könnt da etwas tun? Ja, das ist ja schon fast unsere Spezialaufgabe. Hervorragend. Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen. Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, die er ausgeliehen hat. Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann. Lasst mich wissen, wenn er zurück ist. Dann bekommt ihr eure Empfehlung. Okay, wir müssen einfach wieder jemand finden. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Er ist, naja, er ist ein interessanter Bursche. Solinus Vassinus kann euch mehr über ihn erzählen, wenn ihr das möchtet. Solinus sollte hier irgendwo sein. Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr über Ertor erfahren wollt. Okay, wir müssen mit Solinus sprechen. Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist. Oh, ist Solinus. Hi, wie geht es euch heute? Fantastisch, danke der Nachfrage. Wo quatschen das die denn? Und Zange ist eine gute Adresse, um sich die Rüstung Solinus? Zu lassen. Geht Sag aber nicht früh morgens hin. Da geht es Agnete meistens nicht so gut. Soll sie trinken, so viel sie will, solange sie ihre Arbeit weiterhin gut macht. Manchmal macht Spaß, die Leute einfach zu belauschen. Was ist los, oh, Schüler? Dann wollen sie schon los. Hey. Ich habe gehört, dass Adrienne euch vor eine ganz nette Aufgabe gestellt hat. Er hört es vor mir wahrscheinlich fast schon. Ja, wo ist, hieß er Ertor, ja. Ein netter Kerl, glaube ich. Aber da gab es letztes Jahr diese schreckliche Sache mit einem Scamp. Damals hat Adrienne ihm gesagt, dass er anderswo seine Zauberkunst ausüben müsse. Anderswo sollte dabei ganz weit weg heißen. Also hat er sich in der kahlen Sandbankhöhle niedergelassen, hat dort gearbeitet und ist zweimal die Woche in die Stadt gekommen. In letzter Zeit ist er aber nicht mehr da gewesen. Dass dem nicht etwas passiert ist? Oh, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo das ist. Wie schade. Na, oh, die kahle Sandbankhöhle, müssen wir die wohl irgendwie finden? Ich will ja nichts sagen, aber er ist schon etwas mehr als nur ein bisschen seltsam. Er wurde aber schon immer als der hiesige Exzentriker geduldet. Habt ihr Adrienne Beren, die Vorsitzende der Magiergilde von Skingrad, schon kennengelernt? Nicht gerade eine angenehme Person? Nee. Das gebe ich zu. Kümmert euch nicht darum. Sehr Seid angenehm ihr an war sie nicht. Interessiert? Ich gebe Beschwörungskurse und Druja gibt Mystikkurse. Seht euch nur um.
Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ach ja, wir wollten aber... Wäre vielleicht doch mal interessant gewesen, Geld anzuhäufen, alleine schon, um sich neue Beschwörungszauber zu holen. Scamp beschwören zum Beispiel, das klingt cool. Aber wenn ich nicht glaube, dass der wirklich stark ist, der Scamp. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Hallo, bleib stehen. Wünscht ihr etwas? Sicher? Ich bin Vigge. Ich bin Mitglied der Magiergilde, aber kein Lehrmeister oder so etwas. So, weißt du was über die Höhle? Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wo es ist. Ich weiß, dass es westlich von Skingrad liegt. Druja könnte es euch vermutlich sagen. Sie hat ein viel besseres Gedächtnis als ich. Okay. Druja. Druja weiß, wo die Höhle ist. Wiedersehen. Druja? Guten Tag. Oh. Was? Wer seid ihr? Oh, wen kümmert's? Ich bin Druja. Möchtet ihr etwas? Oder wollt ihr nur Cyrodiilisch üben? Nee, ich will wissen, wo die Höhle ist. Es ist gleich westlich von Skingrad. Hier, seht ihr es auf der Karte? Dahin hat es Ertor verschlagen, nachdem Adrienne ihm gesagt hat, dass er nicht mehr in der Gildenhalle praktizieren darf. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr daran. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich daran erinnert. Besonders daran, dass es ihre Idee war. Okay. Wissen wir schon mal, wo er ist. Vielleicht können wir nochmal mit ihr sprechen und ihr davon Schüler. Überzeugen, dass es ihre Idee war. Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier. Ich muss mit Ertor sprechen, bevor ich sie schreibe. Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, ihm gesagt zu haben, dass er dorthin gehen solle. Tja, dann müssen wir wohl etwas unternehmen, oder? Mit wir meine ich natürlich euch. Oh, wie nett. Ich habe da etwas, was euch helfen könnte. Einen einfachen Feuerballzauber, falls ihr euch verteidigen müsst. Ich bin dann hier, wenn ihr zurückkommt. Viel Glück! Danke! Tut euch keinen Zwang an. Schwacher Feuerball zur Zauberliste hinzugefügt. Ja, danke. Na, wo ist das denn auf der Karte? Muss ich da nochmal rein? Was muss ich denn noch erledigen? Hallo, Schüler. Ich muss sie davon überzeugen. Dass es ihre Idee war, kann das sein? Nein, jetzt muss ich... Was habe ich denn da gerade für eine Quest aktiv gehabt? Ich sollte Aride daran erinnern. Na komm, wir holen jetzt erstmal Erator. Obwohl... Lass uns das doch mal probieren, indem wir jetzt... speichern. Und sie denn versuchen zu bestechen. In Ordnung. Wir verstehen einander perfekt. So, und jetzt? Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, mit wir. Ich ja, bin toll, das ist derselbe Satz. Huch. Ich nehme an, ihr sagt, er war in der kahlen Sandbankhöhle. Habt ihr dort nicht nach ihm gesucht? Echt nichts zu erzählen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht noch mehr Gold in den Rachen stopfen, auch wenn es vielleicht was bringen würde. So, Karte oben da. Müssen wir erstmal da raus. Irgendwo hoch. Da. Mal gucken, ob er auch wirklich in der Höhle ist und mit was er für Probleme mit Scams hat. Wahrscheinlich ist er auch so ein paranoider Typ. Gruß euch. So ein paranoiden Typ, das wäre auch relativ interessant, aber ja, wenn ich mich wirklich auf jede Sidequest konzentrieren würde, dann würde es hier wirklich ewig dauern. Mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Wenn es relativ kurz geht und wir nur einen kleinen Besuch bei ihm abstellen müssen, dann können wir uns das ja theoretisch nochmal angucken. Ist das Clown? Ja, das ist Clown. Guten Tag. Und jetzt nicht ein Pferd klauen. Oh, machen die ja Wein? Irgendwas machen die hier. Ja, Wein. Aber ich will dir jetzt nicht ihren Wein klauen. So piesiges Wetter die letzten Folgen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob es an der Gegend liegt oder einfach Zufall ist. Naja. So, nochmal verquerfeld ein. Sollte dementsprechend ja am schnellsten gehen. Hoffe ich zumindest. Ey, können wir was einsammeln? Mutterkrautzweig, alles klar. Ich war auch nie der große Fan von den Alchemiezeugen im Spiel.
Ja, Verzauberungskunst und sowas. Alchemiezeug, das Kräutergesammel. Das war nicht so hundertprozentig meins. Das habe ich in Gothic gerne gemacht, aber hier eigentlich eher weniger. Was ist das? Hallo? Aterostein. Es scheinen keine Sterne auf dem Schicksalstein. Okay, muss man warten, dass es nachts ist. Lass mal ausprobieren. Okay, wir können nicht warten, weil Feinde in der Nähe sind. Super. Aber ich wollte ausprobieren, ob... Hallo? Wow, eine Ratte. Ich bin beeindruckt. Gegrillt. So, können wir jetzt warten. Bis es nachts ist. Zack. Zack, zack, zack. Jetzt müssten eigentlich Sterne leuchten. Na. Der Ruhm der Helden gewachsen. Also wahrscheinlich braucht man ein höheres Level oder so. Ich bin mir nicht sicher, was der Aterostein zu bedeuten hat. Vielleicht weiß das von euch jemand. Kann mir das in die Kommentare schreiben? Würde mich interessieren. Bin mir da nicht mehr sicher. Zuck, zuck. Oh. Kahle Sandbankhöhle. Sandbank erinnert mich eher, dass es am Meer liegen soll. Naja. Okay. Sehr einladend sieht das jetzt hier nicht aus. Was ist das? Ein Zombie? Sieht ganz so nach aus. Schutzschild hoch, Skelett raus und Feuer. Na! Ah! Jetzt Feuer. Ein Geistes. Oh Mann, aber der hält ja richtig was aus. Ja, gar nicht lustig. Geistesgestörter Zombie. Oh, komm. Friss. Oh, Alter. Oh, der schenkt mir richtig ein. Boah, gebrutzelt. Meine Fresse. Geistesgestörter Zombie, ey. Die Ratte galt eben echt lächerlich, aber der geistesgestörte Zombie, mit dem war jetzt nicht so sehr zu spaßen. Oh, eine Stunde warten. Ach, jetzt geht's mir auch wieder besser, ey. Mann, Mann, Mann. Ist hier irgendwas? Nee. In die Richtung. Wenn da zwei so eine geistesgestörten Zombies kommen, dann wird das schon lustig. Der hat doch gerade eben mein Skelett einfach umgepäst, ey. Huch, jetzt hat mein eigenes Skelett wieder angefackelt. Wo ist das Skelett? Oh Gott, es kämpft dagegen noch so ein geistesgestörter Zombie. Oha. Oha. Okay, ein bisschen im Rückwärtsgang hier. Suchen. Die zu erledigen. Aua, 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 aua. Na, kommt her. Aua, aua, aua. Na, verdammt! Oh, schon wieder voll durch die beiden durchgesegelt. Oh, komm, friss Zombie, friss Zombie, friss. Zombies! Oh, ey. Nahkampf ist echt gefährlich mit meiner Stoffrüstung. Oh Gott, der hat aber auch nicht mehr viel, oder? Hoffentlich. Oh, oder nee. Friss! Boah! Krasser Kampf. Und dafür hat sie uns einen schwachen Feuerzauber mitgegeben. Dass man gegen hier so kranke Zombies kämpfen muss. Ich mag Zombies, aber die sind echt krass. Unlustige Gesellen. Hauen richtig was zu, ey. Ah, ja. Boah, im Laufen. Ja, jetzt runter auf uns zu. So, vielleicht einmal die Rüstung hochzuwerfen. Na, die Decke stört. Na, verliert er uns oder was? Ja, jetzt so. Friss das, du geistesgestörter Zombie.
Gibt's auch geistig gesunde Zombies? Ich bin mir nicht so sicher. So. Gucken, ob hier irgendwas in den Ecken ist. Wer weiß, was man hier so finden kann. Relativ dunkel hier in der Höhle. Ich hoffe, ich habe aber keine Fackel dabei. Hallo? Komme ich hierher? Moment. Karte. Aber cool, er ist schon mal da unten. Ja, egal. Wir erforschen trotzdem so oder so die ganze Hölle. Meiner Meinung nach. Hat er mich gesehen? Ja. Wo ist mein Skelett? Da. Mein Schutzschild. Und go. Oh, es ist dunkel. Brenn! Ach, vernichtet, ey. Halten trotzdem ganz schön was aus, die Viecher. Und diesmal hat mein Skelett sogar überlebt. Gerade immer ist das echt fast instant umgeplöppelt. Ah, verdammt. So, neues Skelett raus. So, jetzt hat es wieder... Kann es sein, dass während der Beschwörung die instant umgehauen werden? Jetzt hältst du mich wieder was aus. Oh ja! Hau zu! Und den in dein Gesicht. Menschenskinder. Knochenmehl. Huhuhuhu. Ich habe echt wenig Geld einmal. So, kann man noch eine Stunde warten? Ja. Das geht schneller, als wenn man das ganze Leben auffüllt. Schlimm wäre, wenn die Gegner dadurch respawnen würden. So. Ach komm. Ich könnte aber echt mal irgendwie einen stärkeren Feuerzauber gebrauchen. Aber ich denke, spätestens wenn wir in der Magierschule sind, haben wir hoffentlich irgendwie ein geregeltes Einkommen. Und ich kann mir hier auch irgendwas mitnehmen und verkaufen. Und dann können wir uns noch ein paar coole Zauber leisten. Vielleicht lernen wir auch einfach ein paar coole Zauber, müssen uns die gar nicht kaufen. Das wäre ja eigentlich das Sinnvollste. Eigentlich erwarte ich das auch so ein bisschen von der Gilde, dass sie mir natürlich auch Zauber beibringen. Wäre ja vollkommen schwachsinnig, wenn man sich alles da auch kaufen müsste. Obwohl, ja gut, ein bisschen Selbsterarbeitung muss natürlich auch sein. So. Dunkel hier. Oh, das war falsch. Oh. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte ihn doch gar nicht angreifen. Erstmal schießen, bevor man Fragen stellt. Ach ja. Zum Glück gibt es hier eine Autosave-Funktion. Oder greift er mich jetzt auch wieder sofort an? Dann darf ich mit ihm reden. Ne, ich darf mit ihm reden, wenn ich ihn nicht gleich anfangen will. Aber komm mal raus hier. Du bist echt dunkel da hinten. Ah, okay, dann gucken wir mal, ob wir eine Fackel haben. Ach, ist doch egal. Es ist halt dunkel. Ich sehe auch kaum was. Die leider auch nicht. Sind alle weg? Ich kann die Höhle verlassen? Oh, vielen Dank. Ich bin euch so dankbar. Ihr kehrt nach Skingrad zurück, nicht wahr? Könnte ich vielleicht mit euch kommen? Das wäre sicherer, glaube ich. Also, was sagt ihr dazu? Ja, wir bringen dich zurück. Oh, vielen Dank, ihr seid zu freundlich. So, folgt mir. Ich bin gleich hinter euch. Ich kann es kaum erwarten, gesund und munter zurück in Skingrad zu sein. Ah, ist sein Zuhause hier. Okay, deswegen ist das auch alles... Wäre das alles Diebstahl, wenn wir das hier mitnehmen? Deswegen lassen wir auch mal... Ah, leichte Rüstung verbessert. Deswegen lassen wir ihm sein Zeug auch mal hier liegen. Ah, aber hier können wir reingucken. 14 Gold. Unglaublich. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Ich habe doch gerade Gold aufgehoben. Ist das nicht meine Goldanzeige oder mich bescheuert?
Ach so, jetzt. Ja, ist auch Wurst. Die Mauer bewegt sich nicht. Ja, dann müssen wir wohl anders raus. Ich habe aber gerade Gold aufgehoben. Jetzt habe ich immer nur noch 32 Gold. Ich bin... Ja, ich weiß nicht. Ja, ist das Spiel gerade bescheuert, oder ich bin bescheuert. Dum, di, dum. Na, dann können wir ja nichts mitnehmen, was wir verkaufen können. Ach, verdammt! Ich wollte doch die Höhle ausnehmen. Habe ich auch... Nee. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht meinen tollen Lichtzauber, aber den tollen Lichtzauber, den habe ich nur in Skyrim. Weiß nicht, ob es den hier auch gibt. Der ist nämlich eigentlich recht cool und nützlich. Haben wir da schon? Nee. Ah, Sackgasse. Kaputte. Ah. So, jetzt haben wir 5 Gold. Jetzt haben wir mehr Gold. Dann bin ich vielleicht einfach nur bescheuert. So. Hier geht's raus. Ich sehe Tageslicht. Nach stundenlanger Zombieschlacht. Ja. Er steht hier schon draußen, alles klar. Jetzt muss ich nur noch Richtung Skingrad laufen und es pisst schon wieder. Mensch, Mensch, Mensch. Kannst du auch Auto laufen? Ja, Auto. Mit Kuh. So. Mir gefällt der Regen allgemein in Spielen, aber. Muss ja auch jetzt nicht dauerpinkeln, wa? Pinkelt nämlich schon in der letzten ganzen Folge und hier pinkelt es auch schon die ganze Zeit. Liegt vielleicht an der Gegend, aber da bin ich mir nicht so sicher. So, oh, das sieht auch hübsch aus. Ist er noch hinter uns? Da kommt er ja. Na, dann komm. Wo war denn der Eingang? Irgendwo hier an der Ecke. Um die Ecke. Ich hätte auch gerne mal andere Schuhe. Diese schweren Rüstungsschuhe gefallen mir eigentlich gar nicht. Eigentlich an Ausrüstung bin ich noch nicht viel gekommen. Nö. Aber darum geht es auch gar nicht so sehr jetzt. Im Moment, sage ich mal. West Tor und Leinder. So. Gleich oben links. Und den sind wir auch schon bei der Magiergilde angelangt. Und den haben wir ihn sogar mitgebracht. Da dürfen sich jetzt eigentlich gar nicht beschweren und mir meine Empfehlung ausstellen. Wie ist das Wertebefinden? Wo ist er denn? Oder wo ist sie denn? Oder RCS, was auch immer. Hm. Irgendwie nicht hier. Er geht einfach vor, kann das sein? Adrian, ich bin zurück. Ich wurde gerettet. Es sieht ganz danach aus. Ihr seid unverletzt, nehme ich an. Nun, mein Stolz. Ein kleines Vögelchen zwitscherte mir ins Ohr, dass ihr euch in der ganzen Stadt nach Glatir umhört. Unser hiesiger Exzentriker. Ich möchte gerne wissen, warum. Ist das dieser Paranoia-Typ? Es geht euch gar nichts an. Das ist meine Aufgabe. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Hauptmann Dion von der Wache des Grafen. Zu euren Diensten. Nun, ihr wolltet mir gerade erzählen, warum ihr euch so für Glatir interessiert. Er bat mich, ihm auszuhelfen. Lasst mich euch einen Ratschlag geben. Glatir ist verrückt. Bis jetzt verrückt und harmlos, aber ich behalte ihn im Auge, weil das meine Aufgabe ist. Ihr solltet euch besser nicht mit ihm einlassen. Es ist mir egal, wie viel er euch zahlt. Das ist die Sache nicht wert. Wie gesagt, er ist verrückt. Weil ihr so zuvorkommen wart, mir die Wahrheit zu sagen, will ich es euch mit gleicher Münze vergelten. Ich möchte euch bitten, mit einer Wache zu reden, wenn er euch um etwas Seltsames bittet. Oh, verschont mich. Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, jemanden hinter euch herzuschicken. Könntet ihr in Zukunft bitte etwas vorsichtiger sein? Nun, ja, dann werde ich einfach mal meine Sachen packen und mich auf den Weg machen. Danke, dass ihr jemanden geschickt habt, um mir zu helfen. Hallo, Schüler.
Mann, ist die einen wunderschönen piesig, guten Tag. Ey. Ich habe mit Ertor gesprochen, dem es gut zu gehen scheint. Gute Arbeit. Ich werde mich darum kümmern, dass eure Empfehlung verschickt wird, sobald ich dazu Zeit habe. Wie gesagt, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich werde mich aber irgendwann darum kümmern, das versichere ich euch. Irgendwann. Aber es beendet, alles klar. Ihr habt, glaube ich, alle Empfehlungen, die ihr braucht. Raminus Polus wird euch sprechen wollen. Ihr findet ihn an der geheimen Universität. Und das, meine Freunde, wird unsere nächste Aufgabe sein. Wir treten der geheimen Universität bei. Es ist schon seit sehr langer Zeit die Heimat der Magiergilde. Ihr solltet mal die Bibliothek sehen, die sie dort haben. Es ist der einzige Ort in der Kaiserstadt, den zu besuchen sich lohnt, wenn ihr mich fragt. Ich mache die Reise nur, wenn ich hier ein bestimmtes Buch nicht finden kann. Das ist nett. Seht euch vor. Und was hast du? Was kann ich für euch tun? Die Dienste, die an der geheimen Universität angeboten werden, sind einfach unbezahlbar. Ihr könnt dort eure eigenen Verzauberungen erstellen. Okay. Ja, das war Skingrad und deren Empfehlung. Hallo. Als nächstes geht es dann Richtung Magiergilde. Sind wir schon relativ gut vorangekommen. Das waren die Empfehlungen. Ja, es geht weiter. Dementsprechend dann in der Magiergilde im Cyrodiil. Und es pisst schon wieder wie aus Kübeln. Unglaublich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der Magiergilde im nächsten Teil. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare und Kritik wie immer unten in die Kommentare. Bis dann, Leute, und viel Spaß beim Selberspielen.